Hallihallo, liebe Freunde, hier ist der Tizi zurück zu einer weiteren Folge Dishonored. Yippie. So, wir haben beim letzten Mal hier den Tresor da hinten geknackt und müssen jetzt mal weitergehen. Mir ist aufgefallen, dass ich ziemlich oft das hier benutze und dann wird es natürlich recht laut. Vielleicht schaffe ich das auch mal öfter, das nicht zu benutzen, aber es macht es natürlich nicht einfacher, sondern eher schwerer. Aber im normalen Leben hat man sowas ja auch nicht, ne? So, aber irgendwo da oben war einer, bestimmt wieder auf dem Dach. Bestimmt der, den wir vorhin haben gehen lassen. So. Was haben wir denn hier? Kuckuck. Ah, oh, 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 da oben ist er. Jetzt ist die Frage, wer hier noch so ist. Was sind das für Geräusche? Ist das nur Wasser oder? Und ich muss eigentlich immer noch den Oberaufseher irgendwie erwischen und ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vielleicht muss ich einfach... Was ist das denn? Vielleicht muss ich einfach nochmal zurück. Oh, ich hatte einen Werkschiffsschlüssel. Ich bin doch hier nicht allein, oder? Nee. Hört sich so an, als wäre hier einer. Und ich würde gern wissen, wo. Ach, da oben. Beutel. Ja, Minen kann ich nicht nehmen. Gesundheit auch nicht. Ich bin so gut. Bolzen. Okay, Bolzen sind immer gut. Was ist das? Ah, guck mal. Einen Werkstattschlüssel. So. Please have a look. Oh, Granate. Weitere Bolzen. Was die mal alles hier so liegen lassen? Pestilenz. Warning. Warum steht das denn hier auf Englisch? Unglaublich. So, können wir hier auch noch Bolzen entnehmen. Yeah. Sehr schön. Was? Also ich hätte ja gerne auch Betäubungsbolzen. Oh Mann. So ein Mist. Okay. Da steht noch was. Da weiß ich auch noch nicht so ganz genau, was ich damit soll. Bleib hier, du blöde Ratte. So, kann man da irgendwie hoch? Also sinnvollerweise? Nee, ne? Was ist das? Nüscht. Nüscht. Das auch nicht. Okay, da ist der Schrank voll. Ich glaube, der hat mich gesehen. Kann das sein? Ja. Na, na, na. Erz. Muss ein bisschen aufpassen hier. Kräuter. Und immer wenn der da hinten ist, dann kann er mich anscheinend sehen. So, was haben wir denn hier? Das Mysterium Metaphysicum. Es heißt, dass wir nicht unsere Hände besudeln sollen, wenn wir die Kräfte des Nichts bekämpfen. Meine Brüder haben meine Studien als ketzerisch verdammt. Aber der bisherige Lohn war unermesslich groß. Ich habe die gleichen Energien gezähmt, die der Outsider und seine fasten Nachfolger verwenden, ohne ihrer korrumpierenden Wirkung zum Opfer gefallen zu sein. Ich beschreibe dazu in diesem Text eine zweigeteilte Methode. Dereferenzierung. Da die unheilvollen Fähigkeiten des Outsiders Lebewesen als Verbindungsperson erfordern, können wir eine Verunreinigung vermeiden, indem wir stattdessen andere Lebewesen für unsere Zwecke einsetzen. Eindämmung. Indem wir Kanäle und Barriere benutzen, können wir Energien des Nichts in ihrem Urzustand fokussieren und sie von den perversen Perspektiven des Outsiders abschirmen. Ich habe nichts verstanden. So viel dazu. So. Der steht... Nein! So.
Okay, die brauchen wir auf jeden Fall hier. Ah ja, okay. Also das hat sich schon mal wieder gelohnt. Schön abzuräumen hier. Mann, Alter, jetzt sag nicht, der hat mich schon wieder entdeckt. Wieso habe ich denn ein Rad in der Hand? Muss ich irgendwie das hier hinten anbringen? Nö. Oder hier? Nö. Hä? Eigentlich würde ich da gerne erstmal noch was einsammeln. Also der da oben macht mich ein bisschen nervös. Also jetzt ist aber mal gut, Alter. Der hört mich immer zu. Das müssen wir jetzt erstmal klären, Freunde. So geht das nicht. So geht das nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt hier alleine. So, wo ist Keule? Da ist Keule. So. Upsala. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe hier. Oh, wir können ja noch was einsammeln. Kugeln, die wir nicht brauchen. Ja, mehr ist hier nicht. Okay. So, hier haben wir nun fast alle erledigt. Leider nicht so gut wie gedacht. Und jetzt gehen wir wieder rein. So. Freunde, jetzt müssen wir das mal klären hier. Öffnen. Alter, ich habe doch einen Schlüssel dabei. Ersatzkurbelrad. Humphrey, können Sie sich bitte darum kümmern, dass dieses Kurbelrad an dem kleinen Vorratslager bei dem Laderampen angebracht wird? Die Männer liegen mir schon seit Monaten in den Ohren, als ob auf der anderen Seite der Tür, die dieses Kurbelrad öffnen soll, etwas Wertvolles zu finden sei. Wenn Sie sich für mich weiterhin um solche Probleme kümmern, eignen Sie sich vielleicht doch als Lehrling. Gezeichnet, Oberarchitekt Bartholomew. Aha, okay, also dieses Rad brauchen wir wahrscheinlich draußen irgendwo. Ich habe doch da einen Schlüssel eingesammelt, sag mal, willst du mich veräppeln oder was? Explodierende Hunde. Ich habe die Harnische gesehen, die sie in ihrer Werkstatt hergestellt haben. Falls Sie planen, meine kostbaren Hunde mit Sprengsätzen zu versehen, sie also als lebende Bomben einzusetzen, können Sie nicht auf mich zählen. Ich bin hier der Hundeführer und ohne mein Training werden die Hunde niemals das tun, was sie von ihm verlangen. Gezeichnet der Hundeführer Barton. Okay, was haben wir denn hier noch? Schraubstock benutzen. Naja, keine Ahnung warum. Alter, schnarcht der so laut da oben? Mann, Mann, Mann. Erz. Noch ein Zettel. Spieluhr. Aufseher Humphrey. Ich habe Ihnen eine Ausgabe von Die alte Musik dargelassen, damit Sie sich mit den Prinzipien vertraut machen können, die ich in Ihrer neuesten Variante von Holgers Gerät oder der Spieluhr, wie sie von den Leuten genannt wird, einsetze. Wie Sie sicherlich wissen, lässt sie Harmonien erklingen, die ketzerische Energien oder Magien durch das Ausbalancieren mathematischer Prinzipien neutralisiert. Lesen Sie das Buch und machen Sie sich nützlich, indem Sie einige Versuchspersonen auftreiben. Diese Stadt ist voller Korruption und Aberglaube. Sie werden bestimmt nicht lange suchen müssen. Gezeichnet, Oberarchitekt Bartholomew. Das heißt... Nee, wenn ich die jetzt aufziehe, kann ich meine... dann kann ich ja meine Dingens nicht mehr benutzen, meine Fähigkeiten. Und wahrscheinlich kommt dann genau irgendeiner. Oh, ich habe eine Rune entdeckt. Ohne, dass ich das Herz eingesetzt habe. Und die hat die ganze Zeit so ein Krach hier gemacht. Alter, willst du mich verarschen? So, wo ist denn das Herz hier? So, okay. So, 50 Metern. Aha, aha. Da ist noch eine in 66 Metern. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Bolzen. Oh, da haben wir wieder 4. Sehr schön. Okay. Horchen wir mal rein. Die Wirksamkeit von Holgers Gerät steht außer Zweifel.
Genau wie die mathematische Schönheit der Musik. Mhm, wir haben es zu oft im Einsatz gegen die verbotenen Riten gesehen, um das zu verleugnen. Aber die Frage, die niemand zu stellen wagt, ist die Schönheit der Schwarzmagie. Der Wert der Schachtel ist unermesslich. Aber was ist in ihrem Inneren? Ja, okay. Komm hier, Musik ist jetzt nicht so dramatisch. Puh, die alte Musik. In der Natur gibt es Wellenbewegungen, die wir kaum mit unseren Sinnen erfassen können. Das stimmt. Eine alte Musik, die alles als ein fundamentales Gesetz der Struktur durchdringt. Mit ihr kann man Wunder vollbringen, ohne in die Natur einzugreifen oder unfreundliche Geister um Gefallen zu bitten. Bei meinen Studien habe ich eine 17 Noten umfassende Tonleiter entdeckt, die auf diesem Phänomen basiert. Mit den richtigen Gerätschaften gespielt, besitzen diese Noten erstaunliche Auswirkungen. Eine besonders wichtige ist die, den Sturm zu stillen, der aus dem Nichts entsteht, was wir als Werk des Outsiders ansehen. Alter, das macht ja einen Krach. Also der Outsider ist hier so einer, den mögen die alle nicht. Und der scheint eine Menge auf dem Kerbholz zu haben, was die hier gerade bekämpfen. So, warte mal, die Tür wird es nicht sein. Aber hier und hier draußen muss irgendwo ein Dingensrad hier anzubringen sein. Whale Oil Tax. Aha. Walölsteuer. Na, das kann ich nicht lesen. So, jetzt lass mich mal raten, wo das hingehört hier. Will ja hier nicht allzu sehr draußen rumlaufen. Ist mir nämlich ein bisschen... Ach Gott, ich kann meine Fähigkeiten nicht einsetzen. Naja. So, wo kann ich das hier einsetzen jetzt? Ist ja schon wieder ganz schön riskant hier, was ich mache. Hier? Nö. Das kann doch nicht richtig sein, so weit weg hier. Rad? Hallo Rad? Was? Dahinter habe ich doch niemals hingeschmissen. Müssen wir verkackeiern. Oh Mann, Mann, Mann. So, ich speichere mal. Ruckel die Zuckel. Aber wo soll dieses verdammte Ding angebracht werden? Hier vielleicht? Na gut. Kommen wir vielleicht später noch hin. Wo soll dieses dämliche Rad hin? Ich muss, glaube ich, nochmal ins Haus hinein. Weil ich glaube, sonst kriege ich den Aufseher nie irgendwie, den Oberaufseher nie irgendwie in die Finger. Schade, kein Secret. Naja. Hier vielleicht? Nee, das ist so ein Sperrapparat. Wollen die mich eigentlich verkackeiern? Von hier komme ich, ne? Alter, ist das hoch hier? Das ist ein Scheinwerfer. Kann man den nicht irgendwie mal ausstellen? Hier waren doch noch mehr von diesen... Warte mal, da war doch immer einer. Da ist ein Köter. Ich weiß immer noch nicht, wo das hin soll. Na. Sorry, Freunde, ich muss nachschauen. Spieluhr Ersatzkugelrad. Vorratslager bei den Laderampen angebracht wird.
Aha. Bei den Laderampen. Was weiß ich, wo die Laderampen sind? Lass uns erstmal hier weitermachen. Ich hole mir das dann beim nächsten Mal. Aber genau wie ich es eben sagte, wir machen das beim nächsten Mal. Ein paar Sachen konnten wir erledigen. Ich hoffe, ihr habt euch... ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ja. Gebt mir ein Like, gebt mir eine Info, einen Kommentar. Seid dabei beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Dishonored. Tschüss, sagt der Teasy.